Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Back to the Future Episode 4 Double Visions. Wir suchen nach einem Pelz, Diamant, etwas nach einem Diamant aussieht und so weiter für Trixie. Und der Hinweis hat uns in der letzten Folge gesagt, dass es hier etwas gibt, was wie ein, ach, Diamant aussieht. Ach, hier ist ein Diorama. Schauen wir uns das mal an. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, circa 1981. Naja, die Häuser. Ich glaube, auf der Zeitachse war ich noch nicht. Nee, aber ich habe auch in einem Was-ist-was-Buch aus den 80ern gelesen, dass wir im Jahr 2000 alle mit selbstgesteuerten Autos fahren, also die von alleine fahren. Naja, drück mal einen Knopf. Süße Träume, Hill Valley. Die Expo möchte Sie daran erinnern, alles, was Sie brauchen, um Ihre Träume wahrzumachen, finden Sie bei Hell's Eisenwaren. Hell's Eisenwaren, seit 1895 im Dienste unserer schönen Stadt. War das der Werbungsknopf oder was? Und nach dem Regen? Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Ah, da oben diamantförmiges Prisma, genau. Wir schauen uns erstmal alle anderen Knöpfe an, natürlich. Durch landwirtschaftliche Fortschritte wird es ein leichtes sein, unsere blühende Bevölkerung zu ernähren. Keine Lust zu warten, bis Mutter Natur ihre Arbeit tut? Ein Knopfdruck und tada, ein künstlicher Regenguss wässert die trockenen Felder. Wir haben uns jetzt natürlich falsch rum angeguckt, aber egal. Natürlich wollen sich unsere Bürger auch gelegentlich an die frische Luft wagen. Und was könnte schöner sein als eine Spritztour mit dieser super Hochbahn von morgen? Das Jahrhundert sieht rosig aus für unsere schöne Metropole. Springen Sie mit uns 50 Jahre in die Zukunft und sehen Sie das Hill Valley von 1981. Präsentiert von Hell's Eisenbahn und der Fantasie der ganzen Menschheit. Könnte das unser altehrwürdiger Rathausplatz sein? Ja, tatsächlich. Auch wenn er etwas neuer aussieht, ist seine Funktion dieselbe wie immer. Aber wo sind die Menschen? Da unter der Erde. Ach so. Ein Tunnelnetzwerk, das eine Meile unter die Erde reicht, bietet den 10 Millionen Einwohnern des zukünftigen Hill Valley reichlich Platz zum Spielen, Arbeiten und um Kinder großzuziehen. 10 Millionen, ja nee, ist klar. So, diamantförmiges Prisma hätte ich gerne. Netter Klunker. Aber ich komme nicht ran. Warum denn nicht? Haben wir denn irgendwas dabei? Nee, wir haben mit der Gitarre vielleicht. Können wir das da runterschlagen? Aber ich komme nicht ran. Immer noch nicht. Auch nicht mit der Gitarre. Aber wenn ich jetzt den Regenknopf drücke, war das der, ne? Ja. Und. So, und jetzt probieren wir es direkt erstmal mit der Gitarre sofort. Und nach dem Regen. Ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Da war das Prisma auch gar nicht mehr. So, nochmal. Probieren wir es mal ohne Gitarre. Ich möchte jetzt da... Und nach dem Regen, ein künstlicher Regenbogen, der die Menschen von Hill Valley daran erinnert, dass ihre Wünsche erfüllt werden und das Leben schön ist. Kommen wir nicht ran. Duschkopf... Ob der wohl eine Massagefunktion hat? Wahrscheinlich nicht. Rathaus der Zukunft. Ich wünschte, das Rathaus sähe so aus wie 1981. Ah. Lastwagen. Achso, nein, nicht Lastwagen. Nein, Marty. Bleibst du hier? Okay. Wie kriegen wir denn da den... Kann vielleicht die Gitarre da irgendwie reinstecken, damit das... Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Nee, ich dachte, du stellst sie da rein, dass das irgendwie den Arm abbricht oder so. Zug der Zukunft. Ah, da kommen wir dran. Meine Zukunft wäre nicht so schlampig konstruiert. Hi, Miss Strickland. Ich wollte nur... Zerstören Sie, was Sie wollen, Mr. Crockett. Das juckt mich nicht. Ach, schön. Halten Sie sich nur von Emmets Stand fern. Apropos, ich sehe besser nach, was er macht. Ich sehe für Sie nach. Ich werde für Sie nachsehen. Ich wollte sowieso gerade in die Richtung. Nein, wollten Sie nicht. Das Letzte, was er braucht, ist noch eine Ablenkung in letzter Minute. Aber... Na, kein Wort mehr. Ich habe den Rest des Tages schon durchgeplant. Miss Strickland!
Entschuldigung, ich weiß nicht. Himmel, Sie haben Ihre Haare abrasiert. Aber Carl Sagan? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, sich mit einem mutmaßlichen Brandstifter sehen zu lassen. Ich denke, es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Sehen Sie, ich weiß, wo wir... Lassen Sie uns irgendwo reden, wo wir ungestört sind. Yes, sehr gut. Danke, Doc. Geh, ich beschäftige Sie, bis du zurückkommst. War das ein Skateboard, was wir jetzt da rausgezogen haben aus dieser Bahn? Kann das sein? Haben wir jetzt ein Skateboard, ein Zug-Skateboard? Die Unterseite dieses Zugmodells sieht vertraut aus. Ob man damit einen Olli machen kann? Geil. So, aber können wir denn jetzt... Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft... Ja. Können wir denn jetzt nicht hier irgendwie mit dem Zug-Skateboard... Kommen wir damit vielleicht dran? Ich weiß nicht, was ein Zug da bringen sollte. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem Zug-Skateboard dann irgendwie fahren können. Benutzen. Mit Straße. Warte, Emmett. Hoffe, du bist bereit für eine Trennung. Yeah, und hinten dran gehangen. Sehr gut. Da lag ich mit meiner Vermutung, dass wir den Lastwagen brauchen, ja doch eher daneben. Aber kann Emmett? Halt passieren. Oh. Danke nochmal für Ihre Unterstützung, Detective Parker. Detective? Was zur Hölle macht Kit hier? Nichts Kriminelles. Ich habe nur eine Gedankenkarte von Mr. Tennant für unsere Expo angefertigt. Man würde Edna und mir nie erlauben, eine Live-Demonstration des mentalen Affinitätsmessers mit einem Gewalttäter vorzuführen. Aber so wird's auch gehen. Okay, was nun? Nach dem Eintopf sehen, die Karten sortieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Edna schwingt ganz schön die Peitsche, was? Nun ja, aber das tut sie nur zu meinem Besten. Ohne sie werde ich so leicht abgelenkt. Hat sie dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ja, sie wollte selbst kommen, aber... Sie ist auch beschäftigt, ich weiß. Du bist zwar nur ein schwacher Ersatz für Ednas Liebreiz, aber fühl dich ganz wie zu Hause. Danke. Du musst mir nicht danken. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Ich bin mit meiner absoluten Traumfrau zusammen und nur noch knapp 6 Stunden von meinem größten wissenschaftlichen Erfolg entfernt. Moment, 6 Stunden? Mein Gott, die Zeit läuft mir davon. Was macht er denn jetzt da? Überzeuge Edna davon, dass er kein Musterbürger ist. Ja, genau. Wir müssen nämlich bestimmt diese beiden Gedankenkarten vertauschen. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Ja, mit der da. Das Gehirn eines degenerierten Kriminellen. Das ist Kit Tennants Gedankenkarte, eine Aufzeichnung von unserem Gehirnvermessungshelm. Dank dieser Karte erkennst du, dass er ein Verbrecher ist? Nein, aber wenn sie in den mentalen Affinitätsmesser geschoben wird... Verrückt. Nicht verrückt. Das ist Wissenschaft. Tolle Wissenschaft. Merkwürdige Maschine. Wie arbeitet dieses mentale Affinitätsdings? Hier, ich zeig es dir. Hey, die Person trägt einen Gehirnvermessungshelm, der das Gehirn mithilfe der Leitfähigkeit der Haut und des elektrischen Widerstands auf der Oberfläche des Partiallappens untersucht. Ach so. Wenn ich den Gehirnvermessungshelm mit diesem Knopf anschalte, wird das Testobjekt verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt, die einige positive und negative Reaktionen auslösen, welche dann durch diese Lichter am Helm angezeigt werden. Hey, ist das... Wenn die Reaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie an diese spezielle Schreibmaschine gesendet. Diese druckt eine Lochkarte, die eine Karte der Gedanken darstellt. Ich sehe nichts weiter als viele Löcher. Für dich mag es so aussehen, aber für unseren mentalen Affinitätsmesser hier ist dies der Weg zu deinem Unterbewusstsein. Pass auf, ich werde jetzt deine Gedankenkarte in den MAM schieben. Faulpelz? Dieses Ding nennt mich einen Nichtsnutz? Nein, deine physiologischen Reaktionen taten es. Okay, haben wir die jetzt vielleicht im Inventar? Nee, haben wir nicht. Nein, ich will jetzt nicht skaten. Stapel Gedankenkarten. Was ist das? Das sind Gedankenkarten von dutzenden Personen, die ich in den letzten Wochen getestet habe. Ich muss sie noch vor der Expo sortieren. Warum? Edna will alle Bewohner von Hill Valley mittels ihrer mentalen Affinität katalogisieren. Ist das nicht süß? Ah, nicht wirklich. Sehr süß. Okay, Gedankenkartendrucker. Was macht diese Schreibmaschine nochmal? Während des Affinitätstests empfängt sie Daten vom Gehirnvermessungshelm und wandelt sie in Lochkarten um. So wie die von Mr. Tennant dort drüben. Klingt kompliziert. Eigentlich war es sehr leicht, alles zusammenzubauen, nachdem Edna mich auf die Idee gebracht hatte. Klingt für mich, als würdest du an härteren Problemen arbeiten. Was? Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten. Ja, mach du mal. Ölkanne?
Was ist das? Das ist eine Kanne Motorenöl, Raketentreibstoffabfall und diverse chemische Reste meines aufgegebenen Raketenautos. Eklig. Ja, es ist in der Tat ziemlich eklig. Wärst du wohl so freundlich, es zu entsorgen, wenn du gehst? Sicher. Klar. Kein Problem. Aquarium. Was macht die Bakterienkultur? Geht so, die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet wird. Okay. Ausgang. Gedankentestschalter. Achso, Knopf zum Wechseln des Dias. Jetzt reagiert er überall so neutral drauf, weil er eben gar nicht hinguckt, oder was? Ja, natürlich reagiert er nicht drauf. Geht das denn, hört das jemals auf oder hört es niemals auf? Was ist das denn? Ein Glatzenkind? Das Kind von Nazis. Ja, okay. Nee, Ausgang wollte ich nicht. Eintopf. Vorsicht! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen. Aha. Jetzt hat er darauf positiv reagiert. Staffelei. Staffelei. Der Wissenschaftler, der Kit Tennen. Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kit Tennen schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Nee, nicht so toll. Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meinte, ich würde ernst aussehen. Nicht so ganz. Ernsthaft fokussiert auf. Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Und glücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Schwer. Extrem. Meine Mutter hatte aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Okay. Ja, genau. Babyfotos brauchen wir auch noch. Eines unschuldig aussehenden Kindes. Hey, das Bild kenne ich doch aus Ednas Wohnung in 1986. Es ist ein Kind und ein Verwandter Ednas, also ist es wohl eine positive Figur. Und er hat auch positiv reagiert. Das ist natürlich doof. Das soll natürlich nicht sein. Fotoalbum? Hey, Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Okay. Können wir denn ihm jetzt einfach hier übrigens dieses Motorenöl über den Leib schütten? Hey, Emmett, ich hab... Wow. Ups. Was zur Hölle? Oh nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch! Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen Null tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Oh nein. Huch. Was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmett, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment, heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott, nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Okay. Warum? Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Oh. Emmett? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Wie sollen wir ihn davon überzeugen, dass er schlampig ist? Hey.
Kann ich denn eigentlich jetzt nicht die Gedankenkarte da irgendwie schon rausnehmen oder so? Laut Emme druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ja, so, kannst du aber noch nicht wieder rausnehmen oder so. Kann ich jetzt hier irgendwie... Achso, kann ich wieder ausmachen? Und jetzt können wir da so ein Dings rausnehmen oder was? Laut M. Ja, das wissen wir. Ne, irgendwie nicht. Plattenspieler. Was können wir damit machen? Ah, da ist der Generator. I don't care von Trixie Trotter? Edna mag diese Art von Musik nicht wirklich. Aber ich finde sie sehr beruhigend. Oh. Okay, Generator, können wir damit was tun? An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Warum? Das Raketentreibstoffexperiment hat wohl einen Zahn aus der Handkurbel herausgebrochen. Wenn du sie mehr als 10 Sekunden drehst, dann... Au! Bekommt man einen Stromschlag. Ah! Du musst schon wieder husten, was ist heute los? Und darauf reagiert er negativ, okay? Machen wir den nochmal an. So, und jetzt drehen wir nochmal an dem Generator. Das ist ja Edna, oder nicht? Au! Ich hoffe, das war jetzt Edna. Ah ja, es ist Edna. Ein Bild von Edna. Da Emmett scharf auf sie ist, soll sie wahrscheinlich eine positive Reaktion auslösen. Genau. So, machen wir mal noch einen Dia-Wechsel. Was haben wir da? John Wilkes Booth? Halt, den kenne ich doch. Das ist John Wilkes Booth, der Kerl, der Lincoln erschossen hat. Der dürfte eine negative Figur sein. Okay, dann brauchen wir was Positives. Das wäre zum Beispiel die Musik. Richtig? Die Musik war positiv. Dann machen wir das mal. Ah, so muss das klingen. Yes. So. Nicht Eintopf, sondern Dia wechseln. Das ist der Parker-Typ, kann das sein? Ja, das ist der Parker. Er ist ein Cop. Ich schätze mal, er soll bei Musterbürgern eine positive Reaktion auslösen. Hätte ich jetzt den Plattenspieler erst ausmachen müssen. Machen wir den aus. Nein, 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 nicht ausschalten! Das ist meine Lieblingsstelle. Nicht anfassen! Okay, dann drehen wir jetzt mal am Generator währenddessen. Au! Nochmal. Kriegen wir ihn dann auf Rot runter? Ja. Sehr gut. So, nächstes Dia. Wer ist das? Jetzt wird er schon wieder... Ich kann die Musik nicht mehr ausschalten. Scheiße. Aber wir kriegen ihn ja immer wieder runter. Das ist ja gut. Foto eines Tenants, aha. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist offensichtlich ein Tenant, also wohl eine negative Figur. Gut, und er ist gerade auf positiv, das ist ja super. So, dann nächstes Dia. Jetzt haben wir wieder dieses Kind. Genau, das müsste dann positiv sein, richtig? Es ist richtig? Ein Kind und ein Verwandter Ednas, also ist es wohl eine positive Figur. Okay, also Generator. Au. Ich hoffe, ich mache überhaupt was richtig gerade. Nochmal. Au.
So, jetzt ist er wieder auf negativ. Hallo, da am Tisch vorbeigehen, bitte. Dia wechseln. Wer ist das denn? Ist das Trixie? Huch, ich dachte, ich könnte es mit Leertaste vielleicht überspringen. Aber es geht nicht. Es ist Trixie, okay. Trixie? Edna schätzt sie nicht gerade, also ist sie bestimmt eine negative Figur. Okay, und er ist gerade auf positiv, das ist ja super. Dann das nächste Dia. Wie viel gibt's denn da? Ah, das war's. Ah, sehr gut. Und steht sogar Emmett Brown drauf. Oh. Hey Emmett, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Gedankentest nicht. Ach, der Schalter hat ständig Kurzschlüsse. Ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Das erledige ich auf der Expo. Dann erstelle ich wohl keine Gedankenkarten mehr. Aber brauchen wir auch nicht. Ich probiere es aus und hoffe aufs Beste. Ja. Ich denke, das war genau richtig, was wir gemacht haben. Yes! Und in der nächsten Folge tauschen wir die mal hier hinten aus und werden dann mal sehen, wie Edna erlebt, dass Emmett kein so sauberer Saubermann ist, wie sie glaubt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen!